European farmers will suffer from it. The Green Deal will trigger a massive global hunger crisis. But wait, is it true? Fertilizer, pesticiding are increasing an unequal value distribution. Ja, da geht es heutzutage in der agroindustriellen Produktion immer noch mehr Ertrag zu steigern. Solange wir keinen wirtschaftlichen Anreiz haben, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, wird sich dieses System nicht ändern. The EU wants to change its agriculture by reducing the use of synthetic pesticides by 50% by 2030 and the use of fertilizers by 20%. Some say that by doing so, the EU is putting not only its own agriculture, but even the world's entire food system at risk. According to them, the EU Green Deal will reduce yields of major crops. European farmers will suffer from it, and it could even trigger worldwide hunger. But wait, is it true? What is the real state of play here? Let's have a look. So the gains farmers achieved after World War II are eroding more and more in the last 20 years. Indeed, their expenses in inputs like fertilizer, pesticiding are increasing more and more, whilst their income is going down more and more. And this is also shown by the statistic. And we have that all over Europe. So there's really a vicious circle between their that they have to spend more and more, and that their income is going down and down. So we really see the last year that there is an ongoing disconnection also between consumer prices and farmer prices. And this has led again to an unequal value distribution along the food chains at the detriment of the farmers. So we can really not say that things are going great for them right now. Another common misconception is that the Green Deal will have an impact on the link between agricultural productivity and undernutrition. Thanks to their crops, EU farmers feed people from all over the world all year long. And the fear is that the Green Deal will trigger a massive global hunger crisis. But again, is that really the case? Let's take a look. Zunächst einmal müssen wir verstehen, dass die landwirtschaftliche Produktivität natürlich nicht das Mittel der Wahl ist, um die Unterernährung in dieser Welt zu dezimieren. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine sinkende Kurve von Unterernährung bei Menschen, die unter Hunger gelitten haben, aber seit einigen Jahren steigt diese Kurve wieder und die Covid-Krise verstärkt sie auch. Es gäbe genug zum Essen für jeden schon heute, wenn der politische Wille da wäre und wenn wir anders mit dem Food Waste, mit der Verschwendung umgehen würden. Leider geht es heutzutage in der agroindustriellen Produktion immer noch mehr Ertrag zu steigern. Also das heißt intensiver, technischer, digitalisierter, industrialisierter. Aber man vergisst dabei diese Kette der Biodiversität, der Nachhaltigkeit. Man zerschneidet Glieder und denkt, so löst man ein Problem, anstatt mal an den Symptomen herumzudoktern, sollte man lieber an die Ursachen gehen. Durch falsche politische Rahmenbedingungen wird diese Produktivität mit den intensiven Pflanzen und der Einengung des Genpools immer mehr gefördert. Also intensive Hochleistungspflanzen, die die Biodiversität und die Vielfalt zerstören, aus Grund einer Gewinnmaximierung. Und was das Opfer bleibt, die Biodiversität, den ökologischen Zirkel von einem gesunden, gesamten Verhältnis, in dem die Natur stehen muss, um weiter existieren zu können. Zweitens, eine immer intensiv werdende Tierhaltung und die von der wesensgemäßen Tierhaltung immer mehr abrückt. Das heißt im Endeffekt, billiges Fleisch, mehr Milch zu einem geringen Fleisch, aber auf Kosten von Tiergesundheit, von Tierwohl und von der Tierhaltung, die wesensgemäß sein sollten. Und drittens, Lebensmittelverschwendung. Was heutzutage alles in der Tonne landet, damit könnte man ganze Welten, ganze Länder füttern. Solange wir keinen wirtschaftlichen Anreiz haben, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, wird sich dieses System nicht ändern. The Green Deal is much more than just a policy.
far from causing world hunger, it attempts to counter the effects of climate change caused by choices made 40 years ago and rethink our society towards a more sustainable future. Utopist? No, within our reach.